Heute besuchen wir die Eiskunstlauf-Olympiasiegerin und Weltmeisterin Trixi Schuber. Sie war eine unserer ersten Wärmepumpenkundinnen und wir wollen wissen, warum eigentlich. Frau Schuber, seit wann haben Sie die Wärmepumpe im Haus? Ich habe die Wärmepumpe jetzt circa vor 3 Jahren einbauen lassen. Und habe das mit Tiefenbohrung machen lassen. Es gibt ja die 2 Möglichkeiten, entweder mit so einer Flächenabdeckung oder mit Tiefenbohrung. Welche Wärmepumpe haben Sie? Ich habe von der Firma Weiland eine Geotherm 281 und kann sagen, ich bin also hochzufrieden damit. Nutzen Sie die Wärmepumpe nur zum Heizen oder auch zum Kühlen? Für mich ist es neu, dass man das also auch für Kühlung verwenden könnte. Also ich verwende es nur für Heizen. Warum haben Sie sich damals für die Wärmepumpe entschieden? Das war eine ganz lustige Situation. Ich bin eines Tages bei mir im Wohnzimmer gesessen und da kam die Nachricht durch, der Herr Putin dreht wieder das Gas ab. Und nachdem mein Haus so gebaut ist, dass ich eigentlich den ganzen Tag Sonne habe, wenn sie scheint, war ursprünglich mein Gedanke, also nur mit Solar zu heizen. Dann war es aber sehr schwierig, eine Information zu bekommen oder auch einen Installateur zu finden, der mir überhaupt einmal sagen konnte, geht es oder geht es nicht? Und der hat mich eigentlich dann auf diese Erdwärme aufmerksam gemacht und da habe ich gesagt, ja, das ist eine gute Idee und das habe ich dann kombiniert eben für Warmwasser mit Solar. Deckt die Wärmepumpe Ihren gesamten Heizbedarf ab? Es deckt den ganzen Heizbedarf ab. Ich muss wohl ein bisschen Zusatzheizung dazuschalten, weil ich jetzt durch den Zubau im Haus Fußbodenheizung dazu habe. Sind Sie noch immer mit Ihrer Wärmepumpe zufrieden? Würden Sie wieder so entscheiden? Selbstverständlich. Es wäre schön, wenn die Förderungen ein bisschen noch günstiger wären, also für den Kunden natürlich. Aber ich nehme an, dass man jetzt schon weitaus mehr die Überlegungen startet, dass man also auf solche Alternativinstitutionen zurückgreift, dass man also Solar, also Sonnenenergie nutzt und also auch die Erdwärme. Wie viel Wert legen Sie privat auf einen nachhaltigen Lebensstil? Sehr viel. Ich meine, dadurch, dass ich früher im Sport also auch versucht habe, gesund zu leben, versuche ich das auch heute noch zu machen. Und es ist natürlich gerade in der heutigen Zeit besonders wichtig, dass wir für unsere Umwelt Sorge tragen. Was sind Ihre Methoden, um Energie zu sparen? Haben Sie Energiespartipps für uns? Wenn ich, das hat jetzt nichts mit der Erdwärme zu tun, aber wenn ich zum Beispiel untertags weg bin, ich habe den ganzen Tag also keine Geräte, Fernsehgeräte oder Radios auf Standby laufen, sondern gerade nur den Eiskosten und den Tiefkühler. Und ich denke, man kann schon versuchen, sparsam umzugehen. Jeder Cent zählt, weil wenn man das noch ein bisschen in die Schilling-Sache rechnet, dann summiert sich das. Also man sollte vorsichtig damit umgehen. Vielen Dank für das Interview. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sehr gerne, selbstverständlich.